So, und da das jetzt schon alles am Forschen ist und machen was und tun ist, gucke ich mir, glaube ich, mal ganz kurz. So, da unten ist die Forschungsfrage. Ah, grüne Tränke. Was stellst du da her? Replikatoren. Ja, ich werde jetzt ein bisschen hier helfen, dass die grünen Tränke schneller reinkommen. Und wollte dann, sobald das da unten durch ist, gucken, wo ich Resin herbekomme. Woher ich diese Ferric Chloride Solution herbekomme. Ja, woher ich Chlor herbekomme. Also ja, das müssen wir rausfinden. Robot Charging Part, Robot Parch Hedge Door, WTF? Ja, Bau, erstmal grüne Tränke, damit die Forschung weitergeht. Dafür brauchen wir die da. Zack. Und wir bräuchten theoretisch auch gelbe Ärmchen, die ich mir mal hier klaue. So, das sollte das Ganze schon ein bisschen beschleunigen. Abbrechen. Neubauen. So, fangen wir oben links an. Hier sind keine neuen Sachen. Ist okay. So, hier. Sulfur Seeds. Mir wurde angeraten in den Kommentaren, dass ich mir die Zentrifuge doch mal angucken könnte. Und durch die Zentrifuge bekommen wir wohl irgendwie das Schwefelholzzeug. Okay. Schaue ich mir demnächst an. Davon halte ich mich fern. Liquid Fuel, Lithiumwasser, Sulfuric Acid. Nee, da ist kein Ferric Chloride irgendwas. Da ist Resin. Resin bekommen wir einfach nur aus Holz. Und Rubber können wir aus Resin machen. Und Glas können wir aus Sand machen. Ist okay. Und aus Schweröl können wir Resin machen. Das ist sehr gut. Jetzt noch dieses. Also, Schweröl. Warte mal. Gehen wir ganz kurz runter. Achso, stopp. Erst die grünen Packs hier abliefern, damit das hier einigermaßen klappt. Dann würde ich ganz gerne Kupfer loswerden, weil ich habe einfach zu viel davon im Inventar. So. Dann jetzt runtergehen und gucken, wie es mit dem Schweröl aussieht. Ob sich da was staut. Ja, alles außer das da staut sich. Das heißt, wir machen dann mal hier eine Resin Farm hin. Das da. Oh, ich sehe gerade bunte Chemical Plants. Das ist sehr schön. Bau mal einen normalen bitte und brich das vorher ab. Bunte Chemical Plants, das ist super. Das heißt, ich musste nicht 10.000 Chemical Plants später hinsetzen, sondern einfach die MK2, 3, 4 Variante von. Schön. Ich hätte ganz gerne hier so ein Rohr und da so ein Rohr. Und dann hier eine Abzweigung zu der Chemical Plant, die hier hinkommt. Du. Nämlich. Du machst bitte Dinge. Und was haben wir hier? Nein. Oh, da. Resin. Gut. Das tust du dann bitte von hier aus direkt in eine Kiste. Und das war's schon. Richtig. Also Resin hätten wir dann auch schon mal. Das Ferric weitersuchen. Müsste es nicht hier irgendwo bei sein, wenn das auch hier ist, was man braucht? Das ist alles Robotgedöns. Hier kommen Waffen. Nein. Strom. Nein. Wozu sind die Edelsteine da? Unsorted Gemstones. Das ist Ditech-Kram. Ditech-Kram. Replicator-Kram. Tree-Farm-Kram. Ditech-Wasser-Farm-Kram. So, hier. Hier ist Zeug. Aber ich sehe keine braunen Wassertropfen, was dieses Ferric Chloride sein könnte. Fischer-Trop. Nein, ist wieder was anderes. Unicomp. Was? Okay, wir können aus Unicomp dann alles Mögliche herstellen. Ja. Kommt alles später. Da ist ein Tropfen, aber das ist normales Wasser.
check das nicht. Ja, vielleicht aber noch gar nicht erforscht, wie ich an Ferrichloride, was auch immer, rankomme. Was natürlich sehr ärgerlich wäre. Gut, gib mal ein Stack. Nein, 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 nein. Ich will nicht einen einzelnen hier haben. So. Du dahin. Dum, 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 dum. Her damit. Her damit. Und schmeiß noch mehr grüne Tränke hier rein, auch wenn wir nicht viele gebaut haben. So. Du, noch mehr grüne Tränke. Ja, und für die brauche ich die besseren Boards. Und dafür brauche ich das andere Ferrichloride-Zeug. Also sobald die Forschung gleich durchtickt, gucke ich mal im Forschungstree, ob ich das da irgendwo finde. Was wieder nervig ist, weil sich durch den Tree da durchzuarbeiten, ist echt die Hölle, aber gut. So, und ich hätte ganz gerne das hier mal weiterverarbeitet zu Rubber, weil Rubber werde ich auch bald brauchen. So. Was bist du? Electrolyzer? Electrolyzer? Saltwater Electrolyzer? Salt? Ferrichloride Solution, da ist es doch. Dafür brauchen wir Chemical Processing in einer Chemical Furnace. Ja, 25 Rohstoffe. Oh, das ist super. Das heißt, die roten Tränke werden jetzt verbraucht und die grünen können sich ein bisschen erholen. Jo, du da rein. Trotzdem stelle ich weiter welche hier. Ah, das ist gut so. Ja, das heißt, wir können bald die Äquivalente zu dem roten Chips herstellen. Die sich hier verstecken, unter dem Tab. Ich kann schon mal von den Boards ein paar vorbereiten. Welches davon ist jetzt das endgültige Board? Das da, ne? Electric Circuit Board? Basic Circuit Board. Okay, wir brauchen auch noch Solder. Das ist Lötzinn, glaube ich. Viermal Electronic Components. Wie kriegt man die her? Dafür braucht man Silicon Wafer und Tint Copper Wire. Und Plastik. Kein Rubber. Plastik. ja, und die da. Die brauchen auch Tint Copper Wire. Wie kriege ich Tint Copper Wire? Tint und Copper Wire. Das ist naheliegend. Ja, doch. Tin war hier unten ganz, ganz, ganz viel, oder? Ne, das ist Silver. Wir brauchen das hier. Calciumchlorid Solid Fuel from Hydrogen. Oh, das klingt sehr praktisch, weil Wasserstoff haben wir doch sehr viel hier in der Nähe. Daraus könnte man Fuelblocks machen, wenn wir das dann noch benutzen wollen würden. Du brauchst allerdings rote. Was war? Du brauchst nur rote. Und zwar Elektrolyse. Mhm. Wasserstoff, Sauerstoff. Zack. Was wollte ich hier unten? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwas für die Roboter vorbereiten, ne? Wofür warst du? Achso, du warst für die Flugdinger. Die Flying Frames. Die ich allerdings immer noch nicht herstellen kann, weil ich noch nicht zu Ende erforscht habe. Richtig? Ich denke schon. Es ist viel zu viel Zeug. Wobei ich sagen muss, ganz langsam gewöhne ich mich an die ganzen Tabs. Aber bis ich auch genau weiß, wo alles ist, wird das so eine ganze Ecke dauern, denke ich. So, Holz. Holz kommt regelmäßig rein und auch in ausreichender Menge. Das ist sehr schön. Das heißt, wir könnten das Resin auch aus Holz herstellen. Achso, und ihr habt mal wieder keinen Strom. Kein Brennmaterial. Da. Ja, Akkus sehen nicht so toll aus. Oh, ich habe die Forschung weggeklickt. Dich brauchen wir, ja. Saltwater Elektrolyse. Ja, Research. 30 Grün ist okay. Ja, Strom sieht nicht so toll aus. Die Akku-Capacity. Ich müsste also mal wieder da. Akkus habe ich hier schon 11 gelbe. Die sollte ich erstmal setzen, bevor ich rummeckere. Und ich muss gucken, dass das auch alles sich füllt.
Das ist hier immer so die Balance bei der Art der Stromgewinnung. Dass nicht zu viele Solarpanels da sind, aber nicht zu wenig. Es sollten genauso viele da sein, dass tagsüber die Akkus einmal komplett gefüllt werden. Lass sie bitte einmal alles weg. Ja, gib mir Farming-Erfahrungspunkte. Dafür, dass ich riesige grüne Korallen mit einer Spitzhacke bearbeite. Eine Spitzhacke, die aussieht wie eine Axt. Aber auch eh andauernd die Farbe verändert. Das ist dieses Cursed-Mod-Ding. Ja, die ganzen Bäume müssen auch noch weg. Das ist okay. Die müssen theoretisch umgebaut werden. Das ist auch okay. Wo war jetzt Tin? Da ist Tin. Haben wir noch einen Mining-Drill? Nö. Bau bitte ein Mining-Drill. Und setz den mal einfach da drauf. Du warst nicht unendlich, ne? Nein, warst du nicht. Dahin, Tin. Zink hatten wir. Aber kein Tin. Zink war hier. Das brauchten wir auch. Element. Haben wir schon eine ganze Menge, ne? Ja. Da oben ist Quarz. Achso, ich baue wieder nichts. Bau. Haben wir die Zentrifuge hier irgendwo? Dann könnte ich die Schwefelbäume machen. Ich glaube, die muss ich erst erforschen. Cursed Talents Exchange? Nein, Cursed will ich erstmal nicht. Nee, lass das mal so, wie es ist. Und mach mehr grüne Tränke. So. Elektrolyse ist nämlich auch gleich durch. Du da grün. Haben wir irgendwo Fließbänder über? Gib mal die Fließbänder daher. Her. Gut. Davon ein paar fehlt. Oh, Holz fehlt. Das ist sehr schön. Mach bitte das hier. Dann haben wir unsere Ferric Chloride Solution. Dann weiß ich immer noch nicht, wo ich Silikon herbekomme. Aber das gucken wir dann. Silikon Processing. Da bekommen wir Silikon her. Kostet nochmal Forschungspunkte. Boah. Also garstig hier. Alles garstig. Auch so viel Zeug. Das kann da bleiben. Oh, ich wollte dich auch erweitern, ne? Ja, demnächst. Wie... Ja, es hält sich. Es hält sich. Oh, einen schönen Tipp, den ich auch noch bekommen hatte. Ich hatte ja vor kurzem ein bisschen gemeckert gehabt, dass wir jetzt irgendwie die Ressourcen da unten hinbekommen müssen. Also für Batterieherstellung und so weiter. Müssen wir ja gar nicht. Wir können ja einfach direkt... Dank Replikator-Mod. Hier einen Replikator hinbauen. Zoppel hier. Was brauchst du? Du brauchst Kupferplatten. Dann stellst du bitte einfach... Oh. Kupfererz her. Ja, können wir später Kupferplatten herstellen direkt? Ja, können wir. Also wir könnten hier einen Replikator hinstellen. Und der stellt direkt die Platten her. Und dann nimmt sich das Ding das und legt das da rein. Dann müssen wir nichts mit Robotern anfliegen lassen. Dann müssen wir nichts mit Fließbändern anbringen lassen. Das ist alles vollautomatisch und toll. Du, nimm mal die da raus. So, und wir hätten jetzt schon genug rote Engines für 10 Flugroboter. Ist ein Anfang, ne? Ja. So, du verbrauchst dich fleißig. Resin haben wir nicht beschränkt. Das ist auch okay so, weil Schwefel brauchen wir für nichts anderes. Und das ist vollkommen okay. Kannst du weitermachen. Ja, Westen ist nur bedingt sicher. Wie war es eigentlich mit Lasertürmen? Haben wir die schon erforscht? Nee. Radar sollten wir eigentlich auch demnächst machen. So viel, was wir demnächst machen sollten. Oh, wir haben noch blaue davon über. Warte mal. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Mach mal dich... Da hin. Und du da hin. Shift rechts, Shift links. Und dann verdoppeln wir einfach mal eben den Output an grünen Tränken. So, der Art. Oh, Mist. Dinge. So. Grüne Tränke kommen schon mal mehr. Rote Tränke ist ein bisschen komplizierter. Kupfer? Ja, genau deswegen mag ich die Lavalampe nicht. Ja, rote Tränke stelle ich einfach weiter her. Die gehen ja relativ flott.
Dann brauche ich nur genug Steinzahnräder, die habe ich ja auf Vorrat. Und Kupfer habe ich auch auf Vorrat. Mach einfach so. Zack, 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 zack. Schmeiß wieder rein, wenn gut ist. Oh, genau, ich wollte meinen Rubber hier noch abholen.